Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven. Wir sind heute mal zuerst in England und sammeln mal eben die Münzen ein. 106.000 und wir haben Stallburschenbelohnung, 8.300 Münzen. Werbung können wir uns hier noch ansehen und unsere Tagesbelohnung haben wir vergessen. Okay. So, beim letzten Mal hatte ich hier noch einen zweiten Pluto gezüchtet, der uns noch fehlte. Den können wir hier mal eben in die. Oh, nee, können wir nicht, weil die Oase ist proppevoll. Dann müssen wir hier einen einstellen. So, die Stute. Was haben wir noch? Und den Hengst. Okay. So, und ich habe eher was Neues noch gezüchtet. Ich glaube, Stammesfeder. Nee, Stammesschütze. Okay. War aber noch Stufe 1, genau. Da müssen wir, glaube ich, gleich nochmal eben auf die Suche gehen. Ich meine, es war hier sogar irgendwo in der nicht weit von uns entfernt, wollte ich gerade sagen. Stufe 2. Gut, dass wir letztes Mal noch ein bisschen Futter angebaut haben hier. Mensch, du bist aber auch echt gefräßig, muss ich ja mal eben sagen. Bis du ganz groß bist. So. Oh, mit hellblauen Augen. Das konnte man eben als Fohlen gar nicht so sehen. Schick, schick. Aber dich können wir nicht gebrauchen. So, dann gehen wir mal eben gucken. Ich weiß gar nicht genau, was wir brauchen. Ein Hengst brauchen wir. Stammesschütze T3 als Hengst. So, exklusiv T3. Oh nein, was habe ich jetzt denn gemacht? Habe ich doppelt geklickt? Huch. Das wollte ich ja nun nicht. So, da. Was habe ich jetzt gedacht? Ein Hengst, ne? Okay, irgendwo habe ich aber doch einen gesehen. Da meine ich doch. Da ist doch einer. Nee, das ist nicht der. Das ist das Stammesfeder, ne? Da. Da ist es. Züchten. Hä? Nee. Hoch. Da unten müssen wir auf Züchten. So. Mal gucken. Sie denn da? 73.000 kostet uns das Ganze und wir haben ein Stufe 2 Stütchen, ein Stufe 1 Hengst und Stufe 3 Stute. Wir machen mal. Ne, wir machen mal gar nichts, weil eigentlich hätte ich ja gerne Stufe 2. Genau, machen wir so. Ja, das Beige brauchen wir. Oder Rosa von mir aus auch, aber Beige wäre schon. Nein, schon wieder nicht. Wieder Stufe 1. Nö. Ich will nicht Stufe 1. Ich wollte Stufe 2. Schade. Schade, schade. Gut, dann nicht. Ja. An meinem Diamantenstand könnt ihr jetzt nur sehen, dass ich tatsächlich das nicht geschafft habe, mir letzte Woche den Phönix zu holen. Einfach aus dem Grund, weil ich da nicht mehr dran gedacht habe, genügend Pferde zu züchten und weiter zu trainieren. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich mir entweder die Qualle hole, also Prinzessin Qualle, oder Capo, heiße Capo? Capo. Genau, da wollte ich noch mal eben schnell nachgucken, ob irgendjemand die hat. Also es hat die bestimmt irgendjemand.
Guck mal, hier werden auch fleißig Mustangs gezüchtet, einfach für die Diamanten wahrscheinlich. Nee, das sieht aber auch nicht. Nee, das machen wir anders. Das machen wir anders. Geht das damit schneller? Ich weiß es nicht. Aber ich schätze mal, da wird irgendjemand schon Prinzessin Qualle oder Capo auch schon auf T3 da haben. Wenn ich sie denn hier finde irgendwo. Orca, Koralle. Da, Prinzessin Qualle. Da muss ich jetzt aber gucken, ob ich Hengst oder Stute finde, wahrscheinlich, ne? Ich glaube, mit dem anderen wären wir schneller gewesen, oder? Oh nein, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. Echt? Hat die keine Qualle? Das wundert mich jetzt, ja. Wir gehen doch nochmal so gucken. So, Nina, Sabine, da zur Sabine müssen wir. So, das wäre der Phönix gewesen. Auch mega, mega schön. Den hätte ich wirklich sehr, sehr gerne gehabt. Aber gut, das ist Eisen. Ehre, Anael. Nee, das ist hier nicht zwischen. Komet. Nee, das sieht auch nicht so danach aus. Hat die wirklich keinen? Okay. Schneemaid. Das ist, glaube ich, das Winnie. Na, das ist alles noch nicht so. Oder bei der Verokai. Verokai müsste eigentlich auch. Oh, hier ist das Zebrapferd. Ne. So, gucken wir jetzt hier nochmal im letzten Land und sonst gehen wir nochmal nach Verokai. Ne, das ist Jupiter. Das ist das auch nicht. Gucke mal, da gehen wir mal hin. Aber ich meine, Verokai hätte sich zumindest die Qualle gezüchtet. Müssen wir sie jetzt nur noch finden? Qualle oder Capo? Was ist denn das wahrscheinlich wieder Saturn? Da ist Capo. Okay. Konnte man doch auch irgendwie. Aha, größer machen, das meine ich doch. Okay, das wäre dann Capo. Ist das Stufe 3? Ja. Tja, gute Frage, ne? Hat sie auch Qualle irgendwo? Da. Oh, die finde ich aber schöner, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach nee, das ist Akata. Ach, hier sind sie alle da. Was haben wir hier? Ist noch einmal Akata. Dann haben wir hier Rotfeuerfisch. Pferd, meine ich. Und hier ist Koralle. Dann haben wir Prinzessin Qualle und nochmal Akata. Also die, ich glaube, die gefällt mir tatsächlich besser. Ja, ich glaube, ich werde versuchen, mir Prinzessin Qualle dann zu holen. Ich glaube, 2850. Genau, 2850. Und Capo hätte gekostet 2780.
Ja, beides werde ich nicht schaffen. Oh, und es gibt die Ausrüstung für den Cowboy dazu, sehe ich gerade. Oder ist es für den Sheriff? Egal. Jedenfalls versuche ich jetzt noch mal dann die Punkte zu kriegen. Das sind ja noch 400 ungefähr, nee, etwas mehr wie 400. 450, 453. Da muss ich mal gucken, dass ich das irgendwie hinbekomme. Wir können auch mal eben zur USA. Da hatte ich ja meine Mustangzucht. Können wir noch mal eben eins anschmeißen. So. Das müssen wir noch mal eben als VK-Kennzeichen zeichnen, damit wir wissen, dass wir den, wenn der gelevelt ist, dann auch verkaufen können. Obwohl bei den Mustangs weiß ich das eigentlich auch so. Okay, dann können wir nämlich noch ein neues neuen Mustang gleich anschmeißen zum Züchten. Ich finde das immer so genial, dass die Pferde hier komplett dreckig sind, bis auf die Mähne. Die ist immer sauber. So, einmal zurück. Und dann schmeißen wir die Zucht hier an. Einmal Dia-Stute und der Dia-Hengst. Das Ganze kostet 300 Münzen. Und dann gucken wir mal, was wir hier so Schönes rauskriegen. Es ist eigentlich völlig egal, wo der hält. Okay, Stufe 2. Muss man halt einen Ticken mehr trainieren. Kriegt aber auch 10 Diamanten mehr raus. So, dann schicken wir dich auch noch mal eben in die Oase, damit wir dich gleich mittrainieren können. So. Und dann gehen wir da mal eben rein. Der wird ja jetzt wieder ein paar Mal das Rad auftauchen vom letzten Training. Oder auch nicht. Habe ich die nicht wieder angemacht? Oh Mann. Ein paar habe ich hier auch. Oh, hier, guck mal, Kitty, die können wir nachher verkaufen. Das machen wir aber denn, das machen wir nicht hier drin. Die wollte ich gar nicht anklicken, okay. Eigentlich wollte ich die anklicken. So. Ich glaube, so viele sind das auch gar nicht. Na, da hat der Hund wieder draußen und muss da wieder rumbellen. Und noch einen zu verkaufen. Okay, das ist sehr schön. Nee. Dann können wir hier raus. So, einmal ganz raus aus der Oase und dann können wir mal eben die zwei oder drei waren es, glaube ich, gewesen. Pferdchen eben verkaufen. Nee, die Dia-Stute nicht. Da, die Kitty verkaufen. 29 Diamanten. Da war doch noch eins.
Finde ich jetzt nicht viel. Nee. Da. Verkaufen. Gibt es 20. Dann war das doch schon alles. Waren das nur 2? Sieht ja so aus, ne? Ja, 2 waren es. Gut. Jetzt haben wir 2446. Und dann gehen wir mal eben zur Fantasieinsel. Muss ich gerade überlegen. Lebkuchen habe ich fertig, genau. Lebkuchen habe ich auf Stufe 3. Endlich, nach 150.000 Fehlversuchen, gefühlt, haben wir hier unseren Lebkuchen Stufe 3. Mit türkisfarbenen Augen. Braune Augen hätten hier, glaube ich, auch sehr, sehr gut dazu gepasst. Also da packe ich jetzt aber auch nichts an Ausrüstung oder irgendwas drauf, weil das Pferd ist so vollgepackt mit irgendwelchen Sachen. Da brauchen wir, glaube ich, nicht noch zusätzlich irgendwas drauflegen, draufpacken. Und dann habe ich hier gezogen, ach, das Eisderby, genau, mir fehlte da ja noch ein Hengst. Da können wir aber mal eben ganz kurz hier noch in die Oase rein und die nochmal eben zum Trainieren schicken. So, ein paar habe ich hier ja noch. Ne, von dem Kronpferd und Lebkuchen, die können dann nämlich alle zum Training und dann verkauft werden. Das gibt auch nochmal ordentlich Diamanten. So. Guck, da ist einer. Den können wir verkaufen. Das machen wir gleich. Oh, noch einer. Sehr schön. Die ist noch nicht so weit. Das noch. Waren alles die Fehlzuchten wegen dem falschen Geschlecht. Da brauchte ich nämlich immer genau das andere. Noch ein, sehr schön. Und den letzten, na, der muss noch. Okay, wie viel braucht er denn? 1100, also den müssen wir noch zweimal zum Training schicken, weil man bekommt ja mal 500 EP pro Trainingseinheit. Das heißt, hier müssen wir dann zweimal schicken noch. Aber nicht so schlimm, deswegen haben wir hier ja trotzdem welche zum Verkaufen. Einmal hier 42 Diamanten. Und die Wilma. Nochmal 42, wunderbar, sehr schön. Oh, wir kommen dem schon ziemlich nah. Dann gehen wir hier mal eben nach Frankreich. Ach shit, da fehlt mir immer... da habe ich noch nicht weiter geguckt, da fehlen mir immer noch ein paar... Also, falls jemand von euch hat und er hat mich in der Liste... dürft ihr mich gerne anschreiben. Und zwar fehlt mir hier von Pralinen ein Stütchen, ein Hengst in T3. Was haben wir denn noch? Weihnachtswunder, auch eine Stute. Und... Heiligkeit auch eine Stute. Also, falls ihr was habt. Und vom Golden Pferd auch eine Stute. Oh Gott, brauchen wir alles Stuten? Ist ja lustig. Ja, also falls ihr die habt, die Pferde, dann dürft ihr mir gerne Bescheid sagen und mir die rausstellen. Dann komme ich vorbei zum Züchten. Ah ne, guck, für die Lina brauchen wir einen Hengst. Gut. Deutschland. Deutschland hatten wir Wassermannzucht. Ich glaube, Konstellation 1, das hat tatsächlich, glaube ich, sogar funktioniert. Ich glaube, da hatten wir Stufe 3 gekriegt, endlich. Ah, da habe ich auch echt lange dran gezüchtet, ne?
Ja, eine Stute. Wassermann 1, Stufe 3, Stute. Die Rose. Nee, machen wir Wasser. Wasser, 1, 3. Oh nein, das passt nicht mehr. Oh no. Also doch nur Wasser. Wasser 1, 3. So. Nee, nicht 3, sondern Stute. So. Stufe 3 wissen wir ja, dass das Stufe 3 ist. Dann wollen wir die auch nochmal eben füttern. Grünes Futter haben wir nichts mehr. Was? Braune Augen, da hätten blaue Augen auch mega schön zugepasst, denke ich. Aber gut. Aber schick ist er ja, ne? Oder sie, es ist ja eine sie, ne? Ja, die sind mega, mega schön. Ich finde das voll toll mit den Tattoos hier hinten am Po und da vorne. Die sind mega, mega schön. Aber da packe ich trotzdem nichts drauf. Was ist denn das für ein Sattel? Okay. Der hätte aber auch schick gepasst, ne? Aber der ist, glaube ich, für Fische oder irgendwie so. Der ist, glaube ich, nicht für dieses Pferd gedacht. So, dann können wir dich aber noch mal einmal trainieren. Muss ich hier noch mal gucken, ob ich vielleicht noch einen Stufe 3 Hengstfohlen bekomme. Oder eine Stufe 3 Hengst finde. So, was müssen wir denn dann als nächstes züchten? Dann müssen wir mal gucken hier. Was haben wir denn überhaupt? Fische 3. So, dann haben wir hier noch Widder. Ah, nee, wir machen das anders. Wir gehen mal eben einmal bei Helena gucken. Helena hat nämlich auch ein paar Konstellationspferde bin ich schon dran vorbei. Da ist sie. Die liebe Helena. So, Helena hat hier auch einige stehen. Was ist denn das? Dankbarkeit. Ja. Legolas. Capo. Nee, Finados. So. Guck mal, hier sind nämlich auch noch das, der Wassermann, ne? Yes. Da ist der Wassermann. Ne? Nee, hier auch nicht. Das ist ja auch schön hier. Orca, ja. Der Orca. So, was haben wir denn hier sonst noch? Nee, da ist auch leider nichts. Schade. Ja gut, dann müssen wir dann noch mal gucken, was wir so haben oder beziehungsweise was uns dann noch so fehlt. Eigentlich fehlt uns noch so einiges, ne? Habe ich nicht noch irgendwo ein Pärchen, was ich noch weiter züchten kann? Steinbock, Jungfrau. Stier. Steinbock. Stier haben wir da nicht. Moment, jetzt muss ich mal eben gucken. Nee, haben wir noch nicht, aber ich meine, da hätten wir tatsächlich auch 1 und 2, obwohl ich eigentlich ja erst die zu Ende machen wollte, die Konstellations 1 Pferde, ne?
Ja, machen wir auch. Wir machen erst die Einsatz zu Ende, bevor wir jetzt hier querbeet alles durcheinander züchten. Dann wird da ja auch nichts von. Wir haben hier so viel Krebs, haben wir doch auch schon Stufe 3, ne? Ja. Ja, da muss ich dann noch mal gucken. Habe ich da? Moment, ich guck mal eben ganz schnell auf meinem Handy. Ich habe mir nämlich mal tatsächlich geschafft, ich habe es echt geschafft, mir die Liste komplett fertig zu machen. Und da. Deutschland. T1, T1, nee, von den Einsern habe ich immer keinen, habe ich immer nur ein Geschlecht. Dann müssen wir mal gucken, was wir so brauchen. Was wollen wir denn als nächstes machen? Den Schützen, Skorpion, Widder. Ich würde sagen, wir machen den Fische, das ist ja mein Sternzeichen. Also, falls irgendjemand hat Fische, Konstellation 1, T3, Stute brauchen wir da. Das wäre mega nice. Ich gucke dann aber auch noch mal, ob ich selber auch was finde. So, hier haben wir American Indian, Gelderland und Azteca noch. Die habe ich schon und es standen auch schon die neuen fest. Es gibt nämlich ein neues Fantasiepferd beim nächsten Mal. Und zwar das Sonneneinhorn. Ich bin ja gespannt. Also manche haben echt eigenartige Hörner hier vorne bekommen. Das sieht echt komisch aus. Aber gut, gucken wir mal. Das und Mustang und der Tennessee Walker. Die drei kommen als nächstes in als T4-Zertifikate. Und bei den Kisten sind wir immer noch beim Ritter, Tinte und Siegesderby. So, haben wir sonst noch irgendwas? Nee, mehr haben wir nicht. Also, 2530, das heißt, so viele brauche ich gar nicht mehr. 300 Punkte. 300 Diamanten und heute ist erst Dienstag. Also es sollte gut zu schaffen sein, dass ich mir die Prinzessin Qualle noch holen kann. Das wäre mega nice. Schauen wir mal. So, aber die Minen können wir noch mal eben ganz schnell anschmeißen. Und ich wollte noch mal eben schnell in die Oase reingucken, ob da irgendwas drin ist, was wir schon verkaufen können. Ja, die Kara können wir verkaufen. Für 58 Diamanten, mega geil, oder? Nee, Lara noch nicht. Markus auch nicht. Die ist auch noch nicht so weit. Auch nicht. Ja, da muss ich noch mal rein zum Trainieren. Nee, auch noch nicht ganz. Oh, schade. Ja, da gehe ich jetzt gleich noch mal einmal und schmeiße ihn noch mal zum Trainieren. Also wenn wir die alle noch bis Wochenende hinkriegen, dann sollte das ja eigentlich gut passen, ne? So, okay, das war's. Ah, schon 2588. Ihr Lieben, vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid und mir hier zugehört habt und zugeschaut habt. Ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.